Rostock. Viel wurde über das Problemkind Jena geschrieben und gesprochen. Fest steht, 7 Spiele ohne Sieg hat Jena hinter sich und vor sich eine ungewisse Zukunft. Florian Weichert, ehemaliger Fußballprofi von Hansa Rostock und jetzt Reporter hier bei uns bei Sport im Osten, tippt 2:2 heute für das Spiel. Das würde dem Trainer sicher helfen, denn Jürgen Raab spürt Gegenwind in Jena. Zuletzt gab es Pfiffe und Buhrufe. Heute muss seine Mannschaft gegen die starken Rostocker Farbe bekennen. Bodo Böck ist der Reporter. Ja, Jürgen Raab kennt ja solch eine Situation. 2003 bei Sachsen-Leipzig hat er auch 7-mal hintereinander nicht gewonnen. Und dann durfte er gehen. Regularien, die sich eingebürgert haben in diesem Geschäft. Keine Überraschungen im Aufgebot des FC Carl Zeiss Jena. Nicole Eismann, die Innenverteidiger, Schmidt, Holzner außen. Und dann das Vierer-Mittelfeld mit Landeka, Truckenbrot, Ziegner, Kurpjuweit. Vorne Henge und Orlando. Also Wuttke doch noch nicht einsatzfähig. Vogt und Reimann zunächst auf der Bank. Das Wort Aufstieg beim FC Hansa Rostock noch tabu. Ansonsten Stimmungshoch an der Ostsee. Nach Braunschweig Sieg und Tabellenplatz 2. Es gibt eine Veränderung bei den Hanseaten. Im Sturm spielt Lukas Albrecht für Vujanovic. Vujanovic hatte bisher immer von Anfang an gespielt. Aber so richtig ist bei ihm der Knoten trotz seiner 3 Tore noch nicht geplatzt. Ansonsten alles beim Alten. Pelzer, Wiemann, Schürber, Jänicke und Lartey, die waren immer mit dabei. Vorne Schied, zurzeit der Torjäger bei Hansa Rostock. Und hier die Choreografien der Fans vor diesem Spiel, vor diesem Ostderby. Über 60 Mal haben sie die Klingen gekreuzt. Die Mannschaften in der Vergangenheit. Rostock im Angriff von links nach rechts, ganz in Rot mit der ersten Möglichkeit. 2 Minuten absolviert. Schuss von Lartey, Mittelfeldspieler des FC Hansa. Es gibt Einwurf. Schürber, das ist der Mann, der in letzter Sekunde am letzten Wochenende das 2:1 erzielte gegen Eintracht Braunschweig. Nicole, Fehler, erneut Schürber. Schied. Dann sind sie ausgespielt, die Deckungsspieler des FC Carl Zeiss. Und Hansa geht mit 1:0 in Führung. Jänicke, der Torschütze, 4. Saisontreffer bereits des schnellen, jungen Mittelfeldmannes der Ostseestädter. Oh, das wird wieder Begehrlichkeiten wecken. Fehler von Nicole in der Innenverteidigung. Dann Schied mit aller Zeit der Welt und Jänicke völlig frei. Und solch eine Möglichkeit lässt er sich nicht entgehen. Also Führung für den FC Hansa Rostock nach 7 Minuten. Und das ist natürlich ein Schock für den FC Carl Zeiss. In einem Spiel, das heißt, es geht um viel. Sicherlich noch nicht um alles, aber um viel. Und dann diese Deckungsschlampereien, diese individuellen Fehler wieder. Ja, was soll Jürgen Raab da machen, seine Reaktion zu diesem Tor? Es ist in der Tat zum Haare raufen, wenn man solch einen Start hinlegt. Wieder Lartey. Schied. Lartey. Hansa klar dominierend. Und die nächste Möglichkeit. Stefan Gusche ist damit nach vorne gekommen. Auch einer der Hochgewachsenen beim FC Hansa. Und es ist erstaunlich, wie viel Platz sie haben. Das hätte ja hier schon das 2:0 für die Nordlichter sein können. Schmidt. Landeka. Jetzt endlich mal eine Ballstaffette beim FC Carl Zeiss. 19 Minuten absolviert. Jetzt lassen sie den Ball laufen und kommen hier zu dieser Schussmöglichkeit. Orlando auf Kurpjuweit. Naja, ein Ansatz nach, wie gesagt, 19 Minuten. Aber das war mal eine Staffette, nachdem in der ersten Viertelstunde der FC Hansa Rostock ganz klar und eindeutig hier dominierte. Jetzt eine starke Phase der Gastgeber. Pelzer gegen Henge. Oh ja, Pelzer schenkt diesen Ball weg. Neue Möglichkeit für Sebastian Henge. Ziegner. Man hat einen guten Schuss.
Aber die Genauigkeit, die fehlt im Spiel des FC Carl Zeiss, die Präzision. Aber sie machen jetzt Dampf. Und das haben die 8.400 Zuschauer hier im Ernst-Dabbe-Stadion durchaus registriert. Schmidt. Orlando. Bisher haben wir noch nicht so viel von ihm gesehen. Läuft seiner Form der letzten Saison hinterher und dann Freistoß nach Foulspiel an Truckenbrot von Kevin Panewitz. Und da haben die Thüringer ja ihre Spezialitäten. Ziegner, Truckenbrot, der gehört dazu. Ja, klare Sache. Schiedsrichter im Übrigen Günther Perl, Bundesliga-erfahrener Mann aus Pullach. Wer wird's machen beim FC Carl Zeiss? Ziegner? Nein, Truckenbrot, also der gefaulte Spieler. Und der lag in der Tat nicht schlecht. Die Reaktionen auf der Haupttribüne. Ja, da gibt es Beifall. Jetzt für diese Phase des FC Carl Zeiss, nachdem der FC Hansa mit 1:0 in Führung gegangen war. So jetzt zwischen der 19., 22. bis zur 25. Minute starkes Spiel der Thüringer. Auf alle Fälle eine Steigerung und das registriert man hier ja mit Wohlwollen. Zuletzt gab es ja dieses 0:0 gegen Aalen. Das war nicht doll. Jetzt wieder der FC Hansa und sie nutzen ihre Möglichkeiten. Keine Abseitsposition. Schied der Torschütze, der Ex-Jenaer. Kein übertriebener Jubel von ihm, finde ich gut. Und der Assistent liegt richtig mit seiner Entscheidung. Dass sich auf der Tribüne die Fans erregen, ist klar. Perl kommt noch einmal zu Thomas Stein und erkundigt sich. Der ist sich seiner Sache ganz sicher. Und in der Tat, hier die entscheidende Szene. Der Pass von Jenicke zu Lartey. Keine Abseitsposition von Schied. Der steht genau richtig und macht das 2:0 nach 32 Minuten. Und das in einer Phase, in der der FC Carl Zeiss stärker wurde. Also das spricht ja für die Ostseestädter, dass sie dann zu diesen günstigen Zeitpunkten die Tore machen. Zunächst Jenicke und dann Schied ja schon mit seinem 5. Treffer. Die Reaktion von Jürgen Raab. Ja, da kann er dann auch nur noch mit dem Kopf schütteln. Nach solch einer Spielentwicklung. Und das spielt Hansa natürlich alles in die Karten. Besser kann es ja gar nicht laufen für die Nordlichter. Orlando liebt für mich blass. Kann viel mehr, hat er in der letzten Saison bewiesen. Schmidt wird sofort attackiert von Lartey. Und dann ist der Ball auch schon wieder in den Reihen der rot gekleideten Hanseaten. Ja, und was war das? Eismann gegen Ziegenbein. Hätte, denke ich, Freistoß für Hansa geben müssen. Abseits war es nicht. Und dann wäre es schwierig geworden. Für den FC Carl Zeiss, Eismann, das hätte man auch als Situation des letzten Mannes bewerten können. Aber der Referee hatte anders entschieden. Hier ist alles klar. Foul von Pelzer, dem Kapitän der Rostocker. Klare Angelegenheit. Und es gibt Freistoß Carl Zeiss Jena. Hier diese Situation gegen Korpiowajt. Eindeutig. Jörg Hahnl bei der Arbeit richtet die Mauer ein. Das weiß man natürlich in Rostock, dass es da Spezialisten gibt. Ziegner, Hahnl mit einer Unsicherheit. Oh ja, und Henge setzt nach. Und das wird man natürlich registrieren auf der Tribüne beim FC Hansa. Trotz dieses 2:0. Erneute Unsicherheit, muss man ja sagen, bei Hahnl. Nicht in diesem Spiel, da wurde er kaum geprüft. Aber er wirkte zuletzt nicht so sicher. Der Mann, der aus Aue kam. Hier riskiert er dann noch einmal alles. Jürgen Raab, wie hat er die Situation bewertet, betrachtet? Ja. Da fehlt ihm dann auch das nötige Glück in solch einer Szene. Landeker. Schmidt. Truckenbrot. Truckenbrot für mich der Beste beim FC Carl Zeiss. Und Pelzer, wieder ein Foulspiel, wieder eine klare Angelegenheit. Ja, und da kann er froh sein, dass es Günther Perl hier bei Gelb belässt. Ja, war schon ein deftiges Zupacken vom Captain hier. Gegen Korpiowajt hatte da gar keine Chance, den Ball zu spielen. Also wieder solch eine gefährliche Freistoßsituation für den FC Carl Zeiss.
Ja, diesmal Hanel sicher. Also kurz zusammengefasst. Abwechslungsreiches Spiel. Dominierend der FC Hansa. Die Mannschaft führt nicht umsonst mit 2:0. Jena hatte eine starke Phase in dieser ersten Halbzeit, aber das reichte nicht aus. Sonst in den fußballerischen Teilbereichen die Rostocker überlegen. Eindeutig. Und sie spielen das sicher und ruhig hier zu Ende und haben dann noch diese Schussmöglichkeit von Björn Ziegenbein. Der hat sich ja auch nahtlos eingefügt in diese Hansa-Mannschaft. Seitdem er neu verpflichtet wurde, spielt er auch von Anfang an und kommt auch zu seinen Tormöglichkeiten. Björn Ziegenbein, da haben die Verantwortlichen halt ein gutes Händchen bewiesen. Also nach 45 Minuten liegt Jena zurück. 0:2. Guido Solos hat einen Gesprächspartner. Marc Zimmermann, 0:2 liegt Ihre Mannschaft zurück. Wie waren die Reaktionen in der Kabine? Ja, ein bisschen geschockt auf alle Fälle, weil nach dem ersten Angriff in Rostock liegen wir 1:0 hinten. Haben 20 Minuten gebraucht und dann eigentlich auch sehr, sehr gut gespielt und auch Chancen erarbeitet und kriegen eine kalte Dusche nach einer halben Stunde mit 0:2. Und ja, die Jungs sind ganz schön kaputt, aber es bleibt uns ja nicht anders übrig. Wir nehmen uns vor, in der zweiten Halbzeit nochmal Druck zu machen, versuchen das Anschlusstor zu erzielen und dann wird es wieder spannend. Das hoffen die Fans des FC Carl Zeiss natürlich auch. Jürgen Raab wechselt, so nach 48 Minuten, Schmidt raus, Alexander Vogt rein. Albrecht marschiert mal, gutes Solo des großgewachsenen Stürmers des FC Hansa und Carsten Nulle. Macht für mich eine gute Partie, Albrecht. Wird interessant, wie sich das beim FC Hansa dann weitergestaltet. Ob er, ob Vujanovic, ob Neitzel und beim FC Carl Zeiss ein weiterer Wechsel. Und es gibt Pfiffe. Orlando geht und Christian Reimann kommt. Also auch Stürmer für Stürmer. Und er schaut betröppelt rein, Orlando. Nach dem bisherigen Spiel. Trockenbrot. Henge. Also sie versuchen es, an die gute Phase der ersten 45 Minuten anzuknüpfen. Die Thüringer, Landeka mit dieser schön getimten Flanke und auch ein guter Kopfball von Sebastian Henge. Aber insgesamt spielt der FC Hansa das ruhig, clever herunter. Vergleichbar mit der Partie in Babelsberg und dann haben sie ihre Möglichkeiten, die Rostocker. Wieder Parade von Nulle und dann ist es erneut Marcel Schied, der sich ärgert, dass er hier nicht mehr gemacht hat in dieser Situation. Lartey, dann geht es schnell über Jänicke. Und dann noch einmal die zweite Möglichkeit für Marcel Schied, der sich da erst einmal gut durchsetzen kann nach diesem Kreisel. Und dann verzieht. Freistoß Jena. Sie stehen gut da hinten in der Viererabwehrkette, die Rostocker. Und dann geht es schnell nach vorne über Ziegenbein. Der sorgt für frischen Wind und für Tier gebremst. Bauchrüde von Thorsten Ziegner. Beide haben sich wehgetan. Beide werden dann auch behandelt, können die Partie aber fortsetzen. Hier noch einmal dieser harte Einsatz von Ziegner gegen Ziegenbein. Körpjewald und Holzner und Lartey. Lartey, schöner Ball, der ganz gefährlich wird. Wieder eine Top-Möglichkeit für den FC Hansa. Hat er Glück, Carsten Nulle, bei solchen Spielzügen, da sieht man als Torwart dann nicht so gut aus. Ball wird nämlich nicht mehr berührt von keinem. Und so bleibt dieser Schuss von Lartey, der aufsetzt, der trudelt. Und dann kann Nulle froh sein, dass er dann nicht in den Innenpfosten prallt, dieser Ball. Spiel hat mehr Drive bekommen jetzt. Möglichkeiten auf beiden Seiten. Holzner. Reimann holt sich diesen Ball. Dann Unordnung im Deckungszentrum der Hanseaten. Vogt sieht Henge und der passt.
Tor von Henge. Der Anschluss ist hergestellt.